Metal Leute, servus und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute Hamster ausmisten. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen Abstellraum, wo ich meine Hamster immer hab. Und hier haben wir schon mal den ersten Kamerad. Ja, das ist Männchen. Und weil ich den schon länger hab, hat er natürlich den großen Käfig. Ups, Verzeihung. Hat er hier den großen Käfig. So. Und ich habe jetzt den ersten Käfig schon soweit ausgeräumt. Werde euch jetzt mal hier hinstellen und mich ein bisschen über Meerschweinchen bzw. über Hamster auslassen, während ich den Käfig fertig mache. So. Also als allererstes einmal muss man darauf achten, man sieht, der ist sehr hoch, also meine Hand. Verzeihung, meine Hand ist nicht ganz so breit oder nicht ganz so hoch, wie das breit ist oder hoch ist, wie auch immer. Und das Wichtige bei Hamstern ist, das sind Wühltiere. Das bedeutet, man sollte für Hamster möglichst viele mein fettes Paket mit Streu. Man sollte für Hamster möglichst viel Streu reinlegen, damit sie sich halt auch in diesem Wühlinstinkt ausleben können, den sie eben haben. So. Na, das Zeug ist immer so verdammt plumpig. So. Aber weil wir YouTube-Partner sind, machen wir das einfach folgendermaßen. So, YouTube-Partnerfähigkeiten. Oh yeah. Ich habe Zilla fast komplett hoch voll gemacht. Ganz voll mache ich es nicht, weil zum einen kommt jetzt hier noch ein Häuschen rein. Das buddel ich gleich ein bisschen ein. So. Schön darauf achten, dass im Häuschen auch ein bisschen Streu liegt, aber nicht zu viel. Und dann den Eingang ein bisschen so. Den Rest machen sie sich selber, weil das wollen sie immer ein bisschen selber machen. So. Das ist allerdings jetzt so noch nicht fertig. Als nächstes kommt nämlich Heu. Normalerweise habe ich mal Heu selber. Ich habe es jetzt in dem Fall mal gekauft. Weil ich habe ja Wiesen und alles und brauche normalerweise mir kein Heu kaufen. Aber ich habe das Jahr, bin ich ein bisschen faul gewesen. Und habe deswegen hier ein bisschen gekauftes Heu. So, jetzt ist wichtig, wie gesagt, Hamster sind Wühltiere. Das heißt, die arbeiten gerne und wühlen gerne und bauen sich auch aus Heu gerne ihr Nest. Deswegen, ich möchte jetzt nicht so viel Sauerei machen, aber ich muss sowieso saugen nachher. Deswegen mache ich erst einmal ein wenig sowas Festeres und lege ihn das hier in die Ecke. Weil wenn er nämlich dann da schlafen will, dann kann er sich da ein bisschen das noch fester machen und dann kann er da drinnen schlafen. Ansonsten lege ich ein wenig lockeres Heu außen rum. So. Lege ich ein bisschen Heu außen rum, dann kann er sich, wenn er jetzt möchte, in seiner Hütten, könnte er sich dann auch noch ein bisschen was reinnehmen und könnte dann da sein Futter machen, seinen Platz machen, meine ich. Ich weiß nicht, ob das bei allen Hamster so ist, aber bei meinen Hamster ist es definitiv so, dass die das Heu nicht fressen. Also ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass die das Heu fressen. Aber ich glaube, die fressen das Heu auch nicht. Das ist lediglich für die zum Nestbau. Denn das ist wie bei Ratten. Die bauen Nester. So. Als nächstes machen wir mal. Ich habe hier so einen Aufbau für den Käfig. Den setzen wir mal oben drauf. Schön darauf achten, dass die Klammern an den Seiten fest sind und dass es richtig fest sitzt. Hier zum Beispiel ist es jetzt nicht gut, weil da kann er hier durchkommen. Okay, der hat sich schon ein bisschen verformt. Bei meinem anderen Käfig ist es einfacher, da hat er hier ein bisschen Plastik, dass man das so draufstecken kann, dann kann es nicht durchgehen. Aber der ist sowieso ein bisschen faul, der geht da innen raus. Im Normalfall müsst ihr aufpassen, weil bei Hamstern ist es ähnlich wie bei Mäusen und Ratten. Wenn die mit dem Kopf wo durchkommen, dann ja, sind sie frei. So, ich mach mal kurz die Kamera anders. So, bei mir ist das Fenster da hinten offen, damit ich ein bisschen lüften kann. Tut mir also leid, wenn es ein bisschen zu laut ist. Ich mach's mal zu. So, ich bitte um Entschuldigung. Auf jeden Fall, Erzähler, sind wir noch nicht fertig. Obwohl wir jetzt fast am Ende schon sind. Wir haben jetzt nämlich noch Deko. Der
ist ein bisschen faul, der benutzt es sowieso nicht, aber ich leg's ihm trotzdem rein, falls er doch mal Lust hat, ein bisschen zu spielen. Na du, oh, bist du knuffig. Ja, jetzt hat er sich gerade geputzt, die knuffige Sinne. Ja, echt süß. Gut. Zum Futter vom Hamster kann ich euch auch mal ein Video machen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt eigentlich unnötig. Ich mache es jetzt das so. Ich tue ihm jetzt das Futter, das ist von vorhin noch, das kann er noch futtern. Ich stelle ihm das immer hier drunter unter das Loch, weil hier ist ein Loch drinnen. Und dann kommt hier eine Treppe rein. Ups. So. Ich muss die mal ein bisschen weiter hochstellen, weil das Problem ist, ich habe mal Mäuse gehabt hier innen von meiner Schwester und die haben die Seiten hier abgenagt. Und normalerweise ist da so ein Eisen dran, damit es nicht runterrutschen kann, damit der Hamster da ohne Probleme an sein Futter kommt. So. Das andere mache ich jetzt von oben. Also von unten meine ich. So. Und schon steht es. Ich mache jetzt allerdings noch so, dass ich da noch mal reingreife und das ein bisschen anziehe. So, jetzt liegt es nämlich perfekt innen und kann nicht wegrutschen, wenn der Hamster hochläuft. So, falls ihr selbst Hamster habt mit mehreren Etagen, man kann das auch mit Röhren machen, dass man von hier eine Röhre hoch macht und von hier wieder eine Röhre hier hoch. Das wollte ich aber nicht, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist, falls der Hamster da drinnen irgendwie mal stecken bleibt oder sonst was. Muss zwar nicht passieren, ist auch unwahrscheinlich, aber ich wollte das einfach so haben. Gut. Als nächstes machen wir die Wasserflasche sauber. So, YouTube-Partnerkräfte. Meine Hand ist ganz nass. Ja, das Wichtige bei Hamstern, beziehungsweise das Wichtige, wenn ihr hergeht und Haustiere habt, allgemein, seien es jetzt Hamster, seien es jetzt keine Hamster, dann solltet ihr immer aufpassen, dass ihr denen jeden Tag frisches Wasser gebt. Und zwar wirklich jeden Tag. Denn auch wenn die Flasche nicht leer ist, solltet ihr immer aufpassen, dass sie möglichst immer frisches Wasser haben. Weil dadurch, da halt im Wasser können sich Krankheiten entwickeln, beziehungsweise Bakterien. Und das ist auch schon nach einem Tag der Fall. Natürlich würde man jetzt sagen, Tiere wie Hamster sowas sind zum Beispiel ein bisschen widerstandsfähiger, aber das sollte man trotzdem nicht machen. Das ist auch unangenehm. Ich meine, ihr trinkt auch keinen zwei Tage alles Wasser, das offen rumsteht, denke ich. So. Nun gut. Als letztes. So, als nächstes dann noch das hier. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen. Das ist Chinchilla-Sand. Dieser Chinchilla-Sand ist dafür gedacht, dass die Hamster sich waschen können. So. Die Sache ist nämlich. So. Die Sache ist nämlich bei dem Chinchilla-Sand, dass die Hamster, die haben auf einer kleinen Stelle ungefähr die Größe von einem Euro, haben die mehr Haare als der Mensch auf dem gesamten Kopf. Also die haben viel dichtere Haare als wir, viel dichteres Fell. Und deswegen brauchen wir Chinchilla-Sand, weil die können sich nicht waschen im Wasser. Wenn die sich im Wasser waschen, dann werden die nicht mehr trocken. Das ist ganz wichtig. Das gleiche gilt, glaube ich, für Meerschweinchen, obwohl die sich, glaube ich, anders putzen. Auf jeden Fall, bei Hamstern dürft ihr auch keine offene Schale mit Wasser hinstellen, weil die da reingehen könnten und ziemlich wahrscheinlich sogar da reingehen, nass werden und dann werden sie nicht mehr trocken. Deswegen ist es praktisch, wenn ihr sowas macht. So, ich hole in der Zwischenzeit mal den frischen Chinchilla-Sand. So, also da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Schale mal größtenteils sauber gemacht. Also das ist jetzt auch noch ganz locker oder so. Das ist jetzt bloß noch der saubere Sand. Der ist jetzt nicht, da war jetzt kein Dreck mehr drin, deswegen habe ich den drinnen gelassen. Und wie gesagt, Chinchilla-Sand. Das sind jetzt 5 Kilo. Kaufe ich eigentlich immer so in dem Teil. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Das Zeug ist allerdings relativ teuer. Deswegen eigentlich macht man es folgendermaßen. Man nimmt das. Tut das rein. So. Ich mache immer ein bisschen mehr rein. Gut, wichtig, es sollte schon so etwa bis zum Daumennagel gehen, also sollte schon ein bisschen was drinnen sein,
aber macht es nicht ganz voll. Das hier ist eine spezielle Schale extra für dieses Waschen von den Hamstern und Chinchillas und so weiter. Denn hier ist, das geht hier nämlich weiter rein. Das bedeutet, wenn die sich hier putzen, ne, dann fliegt das unwahrscheinlicherweise raus, sondern es bleibt halt innen drinnen. Beziehungsweise sie putzen sich dann da drinnen. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, dass da kleine Punkte drinnen waren, schwarze, beim anderen. Wenn nicht, könnt ihr mal nochmal zurückspulen. Diese Punkte waren natürlich Mist. Also das war natürlich nicht Mist im Sinne von Scheiße, sondern im Sinne von wirklicher Scheiße. Also das war, um es kurz und deutlich zu sagen, da hat er reingemacht. Deswegen normalerweise stellt man das oben drauf und tut es jeden Tag einmal ungefähr für eine Stunde rein. Danach tut man es wieder raus und lässt es oben drauf stehen oder tut es auf die Seite räumen. Weil dann ist es normalerweise so, dass die sich dann halt nur dann waschen können, wenn man es halt dann rein tut. Normalerweise macht man es zweimal täglich. Einmal früh, einmal morgens mache ich es immer. Also einmal früh, einmal abends. So für eine Stunde, weil die Hamster sind ja das nächste, das ist Nacht, das sind nachtaktive Tiere. Ich persönlich mache es aber allerdings auch so, dass ich ihnen den immer gleich reinstelle. Den stellen wir jetzt mal so hin. So, ich stelle ihn immer gleich rein und lasse den drinnen, weil meine Hamster verhältnismäßig, ich meine gut, der ist ein bisschen ein Schweinchen. Ich dachte eigentlich, das ist ein Hamster, kein Meerschwein. Aber, schlechter Witz. Aber mein Weibchen ist ein bisschen pflegeleichter. Die macht das nicht, die macht da nicht rein. So, ja, das war jetzt soweit der Käfig vom Männchen. Und, widerlich niedlich. Dann wollen wir doch mal den kleinen Zwerg hier rausholen und reinsetzen. Na, kleinen Moment. So, ihr seht, dass es hier ein bisschen dreckig ist. Und wie ich schon sagte, er ist ein bisschen ein Semmel. Also der macht ein bisschen viel Dreck. Oh, widerlich niedlich. Komm her. Der ist kamerascheu. Ja. Guck mal in die Kamera. Das Wichtige bei Hamstern ist, ihr müsst versuchen, wartet mal kurz. Ihr müsst versuchen, Ruhe auszustrahlen. Dann sind sie nämlich auch ganz ruhig. Seht ihr? So. Gut. Er wird jetzt ein bisschen sein Zuhause erkunden. Wir haben allerdings noch was vergessen, das kommt mir gerade so. Kleinen Moment, wo habe ich denn das hingeräumt? Ihr könnt ihn ja mal ein bisschen beobachten. Ach hier. Das allzeit bekannte Hamsterrad. Das mache ich in dem Fall immer. Ja, du stehst im Weg. Vielen Dank. Du stehst immer noch im Weg. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Deswegen sagte ich, das kann passieren. Gut. Ja, ihr seht jetzt, da unten war er jetzt gerade. Er erkundet jetzt halt sein neues Zuhause. Oder sein sauberes Zuhause, sagen wir es so. Neu ist es ja nicht. So. Ich habe zwei verschiedene... Ja, da ist er. Ich habe zwei verschiedene Arten von Hamsterrädern. Das ist ein bisschen dreckig noch. Ich habe einmal das, die Art von Hamsterrad, und ich habe einmal eines, das macht man an der Seite dran. Das ist allerdings sehr lästig, wenn die Hamster im gleichen Zimmer schlafen, weil das ist sehr laut. Das ist bei ihr der Fall. Es ist so ein grünes Hamsterrad. Ja, und das ist ein bisschen problematisch. So, ich kann euch jetzt, während ich ihren Käfig sauber mache, mal ein bisschen noch euch ihn zeigen. Beziehungsweise ihr könnt ihn euch noch ein bisschen beobachten, wenn ihr wollt. Werde ich vielleicht noch ein bisschen beschleunigen und Musik unterlegen. So, ich muss die Kamera noch so hinstellen. Gut, da könnt ihr mal ein bisschen beobachten. Der wird sich jetzt wahrscheinlich relativ schnell verziehen. Aber, ja. So, und ab jetzt würde ich beschleunigen und mache in der Zwischenzeit einen anderen Hamsterkäfig.
So, ihr seht, ich habe sie jetzt nochmal in den Käfig mit den Männchen rein, weil Punkt 1, ich möchte nachzüchten. Punkt 2, ihn kann ich nicht in ihren Käfig tun, weil das ist ihr Revier und das verteidigt sie echt brachial. Das ist bei Hamstern normal. Sind auch normalerweise Einzelgänger. Aber ihr werdet merken, wenn er jetzt gleich merkt, dass sie in seinem Käfig ist, dann wird er gleich übelst abgehen und ihr hinterher sein. Wie immer, die Kerle müssen den Mädchen hinterherlaufen. So, dann würde ich sagen, wir beschleunigen wieder. Einfacher, wie gesagt, sie ist keine so alte Potsau wie der Große. Und wenn ihr euch fragt, warum sie einen kleinen Käfig hat und er einen großen, ihn habe ich schon länger und ich hatte damals nur den großen Käfig. Als ich aber sie dann gekauft habe, habe ich nicht die Kohle gehabt für einen großen Käfig und habe mir deswegen einen kleineren gekauft. Zum Thema Größe des Käfigs, weil wahrscheinlich werden ein paar von euch jetzt so tierschützertechnisch sagen, der kleine ist zu klein für sie. Das ist technisch gesehen richtig, das ist schon das Minimum an Hamsterkäfig. Also wenn ihr einen Hamster euch zulegen wollt, das ist absolutes Minimum für die Größe. Ich persönlich würde euch so einen empfehlen. Die Dinger kosten allerdings fast 100 Euro. So. Soweit erstmal mit mir vom Käfig. Oh, wo sind sie denn? Oh mein Gott, die sind im Heu. Oh je, was die wohl treiben? Und Geräusche geben sie auch von sich. Interessant. Nun gut. So, während die Hamster, wer weiß was treiben, übrigens nicht wundern, das war mal das Zimmer meiner Schwester, als wir noch hier alle im Haus gewohnt haben. So, jetzt ist es eine Abstellkammer. Was die wohl tun. So, die lassen wir noch ein bisschen spielen. Und ja, also zum Thema Hamster. Wenn ihr da mal mehr wissen wollt oder mehr erfahren wollt, dann werde ich euch da mal ein bisschen was erzählen. Jetzt sind wir natürlich wieder hier in meinem Arbeitszimmer. Ich glaube, wir werden auch irgendwann mal eine Hausführung bei mir machen. Mal schauen, wie ich das hinkriege oder ob ich das mache oder überhaupt sowieso. Gut. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr zum Thema Hamster erfahren wollt, ich bin da jetzt auch nicht der Experte, aber könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, die Kommentare werde ich übrigens in Zukunft anmachen, denn ich habe eine schöne Methode gefunden, wie ich das Zeug blocken kann, das ich nicht haben will, ohne großen Aufwand. Und vielen Dank an dieser Stelle an den anderen Drachenlord. Wer derjenige, der gemeint ist, der weiß Bescheid. So, ne? Ja, ist jemand, den ich mal ein bisschen unterstützen wollte und das haben wir aber dann doch nicht irgendwie richtig gemacht und das ist mir mittlerweile auch zu gefährlich für ihn. Kannst mir mal in die Nachrichten schreiben, weißt ja wohin, ob du das noch willst, dann mache ich das mal wieder, dann kann ich auch deinen Namen mal sagen und alles, wenn du Bock drauf hast.
So, eine Kleinigkeit habe ich jetzt noch vergessen euch zu zeigen bei den Hamstern. Und zwar das Futter. Denn ich habe total verplant, dass bei ihm ja das Futter schon drinnen war. Bei ihr, ich habe bloß noch so eine kleine Schale für ihr Futter oder für sein Futter. Die Sache beim Hamster mit dem Futter ist, also ich habe hier in dem Fall jetzt dieses Pekka Nagerglück heißt es. Ich habe aber nicht nur das, ich habe normalerweise immer was anderes. Das kann ich euch irgendwann mal alles zeigen, wenn ihr wollt. Das ist halt ein wenig so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Jetzt ist das da reingefahren. Egal. Es hat ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Das sind da ist ein bisschen Kops mit drinnen. Also das kleine Zeug hier, das ist Kops, nennt man das. Diese Würstchen da. Das Rüde, das Grüne und das Rote, weiß ich nicht, was ist. Oh. Streiten ist verboten. Ja. So. Ich kann euch auch nochmal ihren Käfig jetzt zeigen, wie das aussieht. Also bei ihrem Käfig, sie hat nur so eine halbe Ebene hier. Also die hier. Und hier ist halt ihr Rädchen. Das muss man ab und zu mal ein bisschen schauen. Ja, das löst sich manchmal ein bisschen nach. Muss man ab und zu mal ein bisschen nachspannen, dass das hier nicht runterfällt. So, ansonsten haben wir halt das hier. Also ihre Schüssel. Das ist bloß eine, das ist eigentlich eine normale Schale, die ich halt zu Hause in der Küche benutze, aber die benutze ich jetzt natürlich nicht mehr. Hey. Und hier halt ihr Futter. Dann genau wie bei ihm halt auch, haben wir hier unten das Heu. Da haben wir hier einen richtig großen Batzen. Und dann hier außenrum noch ein bisschen Kleinheu. Dann haben wir hier halt ihre kleine Treppe nach oben, wobei sie ziemlich faul ist und immer hier an der Seite hochgeht. Also sie benutzt gar nicht die Treppe. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu steil, ich weiß es nicht. Und hier haben wir halt noch ihre kleine Hütte, falls der da mal drinnen schlafen will. So, die habe ich jetzt in dem Fall nicht eingebuddelt, weil ich sie kenne und weiß, dass sie lieber im Heu schläft, beziehungsweise sie schläft halt lieber irgendwo anders als in dem Teil. So, ich muss die beiden jetzt trennen, sonst fotzen sie sich noch. Das ist bei Hamster nämlich ziemlich gefährlich. So, damit werden die Hamster wieder sauber. Ja, ich habe es jetzt auch bereits getrennt. Falls ihr das Thema Meerschweinchen, Entschuldigung, falls ihr das Thema Hamster mehr interessiert, könnt ihr mir mal in die Kommentare was Bescheid sagen. Mein Typ wird bereits wieder verlangt. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, das dann wahrscheinlich morgen kommt. Vielen Dank und haut rein. Ciao, Leute.